Heute der 13.10.2018 im Auftrage des BDFA. BDFA. Einer Filmautorenvereinigung, die bis zur Unika geht, irgendwo in China, wo man dann seinen Film einreichen kann, der dort dann honoriert wird, wenn er gewinnt. So, heute sitzen wir, beziehungsweise gleich sitzen wir. Ich sitze jetzt vor der Kamera und warte auf mein Auto, das gleich vorfährt. Ja, es muss ja auch alles filmmäßig sein, der BDFA. So, wie gesagt, ich warte jetzt auf meinen Fahrer. Ich werde wohl ein paar Eindrücke mit dieser Steadicam, so Bewegung, hier habe ich auch das Teil zum Bewegen, sieht nachher aus wie so eine alte Super 8 Kamera wie in allen Zeiten, werde ich dann so ein paar Sachen aufnehmen. Ich weiß, dass einige horrende Filmautoren leider nicht mehr leben, deswegen mache ich diesen Beitrag, die ich auf diesem Wege nochmal huldige. Es freut mich sehr, dass ich zu Dortmund fahren werde und ein Kollege fährt mit, wie gesagt, auf sein Auto bzw. auf ihn selbst warte ich jetzt, der gerade schon vor ein paar Sekunden mir eine SMS geschickt, dass er schon auf dem Weg ist. So, das ist der BDFA München-Gladbach, hier ist der BDFA Essen und wir fahren jetzt zum BDFA Dortmund. Ihr merkt schon anhand des Videoclips, dass der BDFA schon ein bisschen größer ist. Richtig, er ist verdammt groß. Er ist in allen 16 Bundesländern vertreten und in allen 16 Bundesländern wird irgendwo irgendwas gemacht. Früher, so im Jahr 2000 rum, war der Spielfilm noch angesagt in Dortmund. Jetzt ist dort halt der Reisefilm. Der Reisefilm ist jetzt nicht so meine Welt. Meine Welt war der Spielfilm. Aber da wir hier in Essen nicht so viele Filmautoren haben, sogar einige Schauspieler wie Henning Baum zum Beispiel auch zu Köln gezogen, also auch hier weg. Also wir haben sehr viele Schauspieler, die hier weggezogen sind, die aber hier in der Stadt Essen groß geworden waren. Der BDFA wurde vor sehr langer Zeit von Theo Lingen ins Leben gerufen für junge Leute, die halt Film machen wollten und die haben es gemacht, die haben heute ihr Alter zwischen 80 und 90, weil die Filmautoren und die Filmemacher keine professionellen waren. Meiner einer durfte leider dort nicht unterkommen, ich hatte in den 70ern angerufen, es war leider mein Beruf, WDR und ja, wer also beruflich Filmer war, durfte dort nicht unterkommen. Das ist natürlich heute im Jahre 2018 komplett anders. Heute dürfen auch Vollprofis mitmachen. Die dürfen natürlich auch ihre Filme einreichen. Vielleicht haben wir Glück, der München-Gladbacher oder mein Verein hier, das große Glück, dass wir auch Vollprofi-Filme sehen. Nicht nur Amateurfilme, obwohl die Amateurfilme gar nicht mal so schlecht waren in den früheren Zeiten. Auch jetzt gar nicht mal so schlecht sind. Ja, Dortmund ist spitze. Nein, Dortmund muss einfach mal Laudatio raus. Dortmund macht so tolle Sachen, die richten es auch so super aus. Nicht nur unter Herrn Voss, der der damalige Leiter war, sehr, sehr lange der Leiter war mit seiner achtköpfigen Crew. Ja, alles horrende Herren, die da auch schon ein bisschen Ahnung haben, die dann mit gewissen Geräten geschnitten haben, die also nicht so klar kamen wie jetzt wir. Die andere Maschinerien hatten schon vorher und auch mit Software. Aber wir hatten das große Vergnügen, wie gesagt, die sind leider verstorben, denen das zu zeigen. Ja? Und die haben sich dann auch Computer und haben sich dann auch Software und konnten nach und nach auch wunderbare Filme schneiden und haben da auch so wunderbare Sachen gemacht. Die letzte Reise, der letzte Reisefilm, da deswegen mache ich diesen Videoclip, weil ich mich so gerne daran erinnere. Die Person lebt leider auch nicht mehr, aber das war die Reise einer Banane. So, eine Banane wird gegessen, die reißt dann sozusagen in den Körper. Wenn man dann auf die Aborten geht, reißt die sogenannte Banane aus dem Körper in die Fluten. Das hat er so wunderbar gemacht, ohne viel Worte. Ja? Er hat die Banane gegessen, fuhr dann Auto, musste zu den Aborten, ist klar, es treibt. Und saß dann auf den Aborten, zog ab. Und die Banane glitt in die Natur zurück. In anderer Form, das versteht sich. Der Geruch war auch nicht im Fernsehen zu riechen. Nein, nein, also es war eine tolle Geschichte. Also von der Banane essen, ab Autofahren, ab
auf die Toilette, von der Toilette in die Natur, in die Kloake, von der Kloake auf die Reise und so weiter. Es war eine tolle Geschichte eines Reisefilms einer Banane. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach diesen Videoclip, sagt ein Laudatio auf dem BDFA Dortmund, ein Spitzenteam, eine Spitzenausrichtung. Es macht tierisch viel Spaß, dort zwischenzeitlich zu verweilen. Leider hier in der Stadt Essen sind wir Einzelmitglieder. In Mönchengladbach ist ein Verein. Der junge Mann, der mich gleich abholt, ist auch ein Einzelmitglied, verweilt aber dort in diesem Club in Mönchengladbach. Er sagt mir auch gerade Bescheid, weil meine G3er ist nicht aktiviert, also ist das jemand anders. Ihr seht, ja, das ist meist bewirkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am 13.10.2018 haben wir einen Spätsommer. Wir haben jetzt im Moment 19 Grad und ich schwitze mir einen weg hier. Es kommt also bis zu 27 Grad heute, Feuchtigkeit 66% niedrig. Ja, also das ist die moderne Technik, mit der wir ja heutzutage arbeiten, und ich freue mich trotzdem, beim BDFA noch zu verweilen. Ich will den jungen Mann noch nicht allzu lange jetzt warten lassen. Ihr könnt euch noch an die alten Filme erinnern im Jahre 2000, also 18 Jahre her. Dass ich jetzt nochmal damit anfangen werde mit BDFA, hat seine Gründe, weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Wir sind natürlich hier professionelle Filmemacher hier in diesem Ort, auch hier in diesem, ne? Aber privat machen wir auch Filme, aber Hobbyfilme. Und da ist ja heute nach der CeBIT 95 endlich dieses YouTube gegeben, www, Skypen, ICQ und wie alles geheißen hat, und du bist TV und du.de, Community, Kiwego, Dailymotion, MyVideo, Clipfish, ja, Sevenload, das waren noch Zeiten. Ja, und jetzt haben wir halt nur noch Facebook, Google und Amazon, und die anderen dümpeln so vor sich hin. Vivenco kostet über 360 Euro im Jahr, um da Filme sollte man überlegen, 360 Euro auszugeben. Wer schaut schon solche Videoclips, außer wenn er uns kennt? Und dafür sage ich jetzt schon mal Dankeschön, dass er hier reingeguckt hat. Mal schauen, was ich jetzt hier aufzeichne beim BDFA 13.10.2018 zu Dortmund, in dem sogenannten elektronischen Laden. Ich werde die Kamera drauf, das ist die Steadicam, die hält also alle Bewegungen aus. Dortmund sollte als Essener werden. Es hat mich natürlich gefreut, dass ein Essener zufälligerweise im Spielfilmmodus auch gewonnen hat. Muss eben nachschauen, ich habe dieses gute Stück hier die ganze Zeit festgehalten und mache jetzt eine Art Laudatio aus der Stadt Essen. Es hat mich wirklich gefreut, dieser junge Mann, der unbekannt, er sagt ja selber, hier in Essen passiert nicht viel, und das stimmt leider. Hier in Essen gibt es keinen Filmclub. Hier gibt es auch keinen, der irgendeinen Film ausrichtet. Ich kannte noch nicht mal seinen Namen, aber sein Name ist Maximilian Krug. Maximilian Krug, hier unten links, ja, der junge Mann mit seinem fetten Grün hat doch für die Stadt Essen mal die Lanze gebrochen. Er hat da nämlich mal so richtig gewonnen. Fand ich stark. Ich meine, ich liebe den BDFA. Ich liebe ihn wirklich. Vor allen Dingen Dortmund. Ich bin Dortmund-Fan. Ich war auch sehr gerne dort und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Nur, wenn man halt arbeitet und tagtäglich profihaft arbeiten muss, um Geld damit zu verdienen, ist kaum Zeit, um ein Hobby darin zu frönen. Ist klar. So, warum ich jetzt hier so eine Art Laudatio nachträglich mache oder von vornherein sofort, wie gesagt, ich komme gerade, ihr seht, ihr habt die Sachen noch an. Mein Kollege aus Mönchengladbach hat mich gerade hier im Studio abgesetzt. Hier, an sich wollte ich auch Star Wars sehen. Resistance ist heute an, aber am 14. wird Resistance am Morgen nochmal nachgestellt, beziehungsweise kann ich mir auf XD Disney anschauen. Ja, was haben wir denn da? Also, das Mittagessen war auch ziemlich lecker. Ein bunter Kartoffelsalat mit leckerer Bockwurst. Okay, na, und dann so ein Kuchen und ganz viel Kaffee. Aber darum geht es nicht. Mir geht es an sich darum, so als Nachtrag. Gut, als Profi mag ich Profis. Und Heidi Klum mag ich auch, ist klar. Aber ich muss einfach mal sagen, Backstage waren genau 20 Minuten auf MPEG 2 16:9 gemacht. Hat eine Goldmedaille als Mark Eggers Sieger, Siegburger Filmclub e.V. Der kam extra aus Siegburg. Der hatte
Eine Doku über Konzert des Musical Seal hat er da gemacht. So, er ist auch 49 Jahre nummeriert für den Adolf-Grimme-Preis 2003 für den Film Fabelhaftes Langohr auf der Spur des Osterhasen. Also er dreht also auch schon tolle Filme. Sollte er an sich verknipst haben, dass er da halt in Dortmund nicht allzu viel, so gut wie gar nichts. Aber das passiert halt schon mal. Wir müssen alle da durch. Wenn man besonders als Profi arbeitet und dann versucht, in dem Amateurbereich dort auch irgendwie etwas zu bekommen. Aber wenn schon ein Markus Sieber aus Schrobenhausen oder vor allen Dingen Marc Sens, Journalist, Moderator des WDR Dortmund, ist klar, da hast du keine Chance. Er war ja auch da und hat, er hat mich auch kurz angeguckt, ich habe auch kurz gegrüßt, weil WDR Essen hat nun mal nichts mit WDR Dortmund zu tun. Und er ist ja auch ein Jungspund, er hat zwar vor 25 Jahren so, mein lieber Marc Sense, mit dem Schnitt, da die Ehefrau auch Schnitt, meiner eine auch Schnitt, wollte ich nur gesagt haben, dass 1926, wo alles so angefangen hat mit Film, und Oliver Hardy hat man ja auch gesehen als Film, der ist auch nicht so nummeriert worden, aber die junge Dame, oder der junge Herr, ich weiß es schon gar nicht mehr, der den Film da präsentiert. Also, die Cutter wirklich ernsthaft, und das kann ich auch nachweisen, wenn es sein muss, wurden damals weggesperrt. Und die analogistische Geschichte über die Cutter war, dass eine Cutterin durch Zufall oder ein Cutter durch Zufall in Amerika sich dann mittendrin trafen, weil, und die liebten sich dann, ist jetzt kein Scherz, sie durften zwar heiraten, wurden aber wieder weggeschlossen. Denn der Cutter war derjenige, welcher vom Film, der hat nicht nur den Film gerettet oder so. Nun gut, heute ist alles vorbei. Wir schreiben nicht mehr das Jahr 1920, wir schreiben auch nicht mehr 1800 und zerquetsche. Ich habe 2 Sekunden, kein Scherz, 2 Sekunden hier auf der Matte gehabt, von dem ersten Film, der überhaupt jemals gedreht worden war. Der erste Film, das war nicht die Lokomotive, wo alle rausgerannt, das Teufelswerk, nee, war der nicht. Nein, der erste Film waren 2 Sekunden von Leuten da in einem Garten. Da wir ja nun mal hier alte Filme restaurieren mit Scanner, also jedes Bild wird gescannt. Der letzte Auftrag hat über 55 Stunden gedauert, dann könnt ihr mal drüber nachdenken, wenn 15 Minuten Digitalisation, tak, 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 2 Stunden dauert, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Meter digitalisiert wurden bei 55 Stunden. Wir kriegen die Materialien, wir dürfen sie leider nicht zeigen. Beruflich ist leider so. Und deswegen freut es mich immer, wenn ich so bei so einem Filmfestival in Dortmund, ich habe den Ausrichter, habe ich da oben noch hängen. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber es hat so viel Spaß gemacht bei Dortmund, wirklich. Dortmund in den Anfängen, der Dortmunder eingetragene Verein BDFA, ein Hammerteil, die Leute sind wunderbar. Dass natürlich das Urgestein absolut gewonnen hat, das ist ganz klar. Muss ich einfach sagen, ich muss mal gucken, wo er abgeblieben ist. Ah ja, war Film 17. Der Film 17, den man auch sehen kann unter BDFA NRW. Muss ich gucken hier. Ah ja, moderne Großstadt Dortmund, der Film war auch klasse. Der war also flott geschnitten, wirklich flott geschnitten, alles schön zusammen. War natürlich wieder unser Herr Voss, ist klar. So, Havana Blues, da ist er. Havana Blues, der hat natürlich wieder abgeräumt, das ist klar. Und leider hatte mich so ein München-Gladbacher da so, jetzt reicht's, ist klar. Er konnte das nicht mehr fassen, dass er da leider nichts gewonnen hat. Alles passiert halt, ne? Also mein Favorit war Hatari, Gefahren der Serengeti, weil endlich Menschen zu sehen. Ich bin ein Typ, der Menschen sehen will. Ich komme aus einer anderen Fakultät da, es stehen Leute vor der Kamera. Auch wie die Erde da erwähnt wurde, mein guter Mann, die Erde da ist schon in Russland, kein Scherz, 15 Kilometer tief gebohrt worden. Um das Ganze da mal zu erklären, 400, 500 Milliarden Jahre oder Millionen, was er da uns erklärt hat, wie das dann zusammenkam. Gut, 2 einfache Filme, das war natürlich Hard in New York, ist so einfach gedreht, war nicht viel dort gesprochen. Und oder so, der junge Mann war leider nicht da, dafür war seine Frau da, oder so mit einem Smartphone mal eben eine Fliege zerstören.
Ich meine, solche Gags kommen an. Ja, solche Gags kommen an und machen Spaß. Meine einer hofft, dass das wirklich noch sehr lange. Wir haben gerade noch im Auto, in der Autofahrt haben wir uns gesagt, du, weißt du, du hast dann ein gewisses Alter und meiner einer hat dann auch ein gewisses Alter in 7 Jahren. In 7 Jahren, 40 Jahre Dortmunder Filmstadt, das war der 33. Der 33. Und ich werde das gute Stück auch wieder in Ehren halten. Und wie gesagt, Bernhard und Barbara Zimmermann, die ich auch schon mal in Tönnisforst erlebt habe, wie gesagt, da haben wir eine Medaille abgeholt für einen Kollegen. Noch einmal, die Stadt Essen kann man nicht ganz vergessen mit ihrer 560.000 Einwohner, weil natürlich der junge Mann aus Essen da Gott sei Dank abgeräumt hat und er war auch schon auf 3. Platz. Also das immer grün war nicht schlecht, muss ich sagen, weil sie auch Schauspieler bei waren, die halt auch durch Filme groß geworden sind. Die hatten also schon ein paar Highlights weg. Ich suche ihn gerade hier. Fettes Grüner war Nummer 9, der Maximilian Krug. Ist ein Einzelmitglied, willkommen im Club, meine Rainer auch. Einzelmitglied, ist klar, weil ich hätte mich schon gefreut, wenn die Essener irgendwie zusammengekommen wären, aber die Essener kommen nun mal nicht zusammen, das ist leider so. Also egal, also alle Filme, okay, es hat Spaß gemacht, wir hatten uns angeguckt, wir bleiben, jawohl, wir sind auch geblieben bis zum Schluss und ja, ich freue mich halt auf den 14., dass ich dann endlich Resistance sehen kann, Star Wars. Viele haben mich gefragt, man sieht kaum Filme von dir, ist klar, weil Star Wars und Disney eine andere Spur ist und hat nichts mit BDF zu tun, ist klar. So, und ich will jetzt auch weitermachen mit, ich habe dem gesagt, dass wir uns heute in einem Jahr erst wiedersehen, nicht beim Filmtag, sondern Oktober, November, beziehungsweise Dezember bei Star Wars E9, ist klar. Da machen wir natürlich, die Sachen sind weiterhin eingekauft, die Sachen werden auch weiterhin gebaut und dann kann man bei uns in den großen Fenstern die großen Maschinen sich anschauen aus reinem Material, nämlich Metall. Richtig schön geschraubt, Plastik drüber, ist klar, schön beleuchtet, Tonspuren, Lafette rauf, Lafette runter, alles elektronisch, wird der Falke dann zu sehen sein. Denn der Falke wird sich schätzungsweise bei E9 auch verabschieden, weil bei E9 Star Wars Episode 9 sich alle verabschieden werden, weil dann ist Star Wars rundgelaufen. So, wir wollen aber hoffen, dass so ein Filmtag wie in Dortmund nicht rundgelaufen ist, sondern dass er weitergeht. Es sind halt neue Leute da, Herr Voss ist nicht mehr der Vorsitzende, aus welchem Grund auch immer. Da halte ich mich jetzt bedeckt, weil ich nicht weiß warum. Weil Herr Voss immer, jahrelang war er, und ich meine, sobald Herr Voss auf die Bühne kommt, ist auch alles in Ordnung, nur er hat sich auf irgendeine Art zurückgezogen. Die Bürgermeisterin, der Birgit Jörger, war leider auch nicht zugegen. Der Präsident war leider auch nicht zugegen, aber haben Videosachen da. Der Andreas Klüppel, den hatte ich gesehen. Gesehen habe ich ihn aber sonst nicht. Der Andreas Meyer Filmclub Dortmund war der Vorsitzende und er sprach auch ins Mikrofon. So, einige Sachen konnte ich retten, auch via Handy. Und natürlich hier mit dieser Steady, die ich da ausprobiert habe, mit diesen sogenannten 8 Köpfen da drin. Da hätte man richtig rumrennen können, nichts wäre passiert. Aber, wie gesagt, die Batterie war doch nicht voll geladen. Also der Dr. Frank Dietrich, BDFA Senftenberg, sprach Isabella Zwitschka, freie Katharin Bergheim, Naomi Raimund, freie Mediendesignerin, Marc Sinn, Journalist, Moderator, Markus Siebler, Präsident des BDA. Schön, schön. Also Backstage möchte ich doch sagen, Backstage hat, aber er ist halt auch Profi. Er war zwar bedrückt, das habe ich schon gemerkt, dass da gar nichts lief, no change, gar nichts bekommen hat, außer den Gruß, dass er da war. Aber ich meine, ist das schon okay. Also meine lieben Freunde, wer bei Dortmund aufläuft, hat also schon eine Menge hinter sich, also nicht knatschig sein, wenn es nicht weitergeht, aber irgendwie gehen die Filme schon auf irgendeine Art weiter. Im Notfall einreichen bei uns Vollprofis, dann senden wir das eben, wir die Profis. Also mir hat er gefallen und wenn ich an das Original komme, würde ich mich freuen. Leichter kleiner Mitschnitt ist da geschehen, grüne Steine kann ich mich da so nicht so dran erinnern, Necromonicum, das geht so, also Fettes Grün hat reingehauen, London 2012, naja. Geht so, Musikanten des Lichts, muss ich sagen, mit ihren 9 Minuten
war auch eine gute Sache. Ich kenne es aus dem Profibereich her, da gibt es auch solche Sachen 3D-mäßig, auch in 2D, und zwar Lichtermond, ja, wir sind auch Hörspielfreunde, aber Lichtermond, das ist eine, so ungefähr so wie sie es gemacht haben, Musikanten des Lichts, ich glaube Navajo, jeweils irgendwann mit Indianer hatte das zu tun, basierend auf einem Märchen, also ziemlich gut gemacht. Uwes Welt ist halt ein bisschen älter geworden, der schaut also nicht mehr so aus. Hier, er schaut leider nicht mehr so aus, aber er hat auch wieder eingereicht. Er war natürlich mal wieder in Afrika, hat uns noch ein paar Afrikanerinnen gezeigt, ne? Ja. Okay, wer ist Coco Belli? War auch okay, den Fruchtbarkeitsonkel Doktor da. Brennen für den Einsatz. Der junge Mann war leider nicht da, ist auch nicht erwähnt worden. Schade eigentlich, naja. Dafür war er vielleicht schon vergessen und bald nicht mehr da. Das gute Stück wurde dann, also wie gesagt, muss auch sagen, das Referendum türkisch natürlich wieder muslimisch angehaucht, was wollen wir machen, hat auch wieder einen Preis bekommen. Havana Blues ist klar, der Abräumer des Tages, das ist und bleibt Michael Price, da geht kein Weg dran vorbei, das ist und bleibt Michael Price. Ja, und mir hat also Hatari auch gefallen, okay, Hardy Krüger, der Freund meines Vaters, und Hardy Krüger hatte ich auch ganz kurz, aber wie ich ja wusste damals schon, nach Hatari hat er da und blieb in Afrika. Er blieb in Afrika und sein Herz und sein Herzblut ist und bleibt Afrika. Wo er heute lebt, weiß ich nicht, der Hardy Krüger. Aber der Dortmunder Filmpreis, der kleine Willi da, war nicht schlecht, muss ich sagen. Ich sage jetzt einfach mal Dankeschön. Dankeschön, dass man da mal wieder da sein durfte. Bei 27 Grad, tolles Wetter draußen. So den Eingang habe ich ja gezeigt. Dann könnt ihr sehen, wie die Stili da funktioniert hat. Seht ihr ja. Ich habe es da einmal so abräumen lassen. Und schaue jetzt. Ja, ich gehe jetzt in den Hörgenuss. Denn ich bin momentan im Hörgenuss. Das heißt also, ich höre Hörspiele. Ich sehe nicht. Hören macht auch Spaß. Man ist halt mal hin und wieder in einem Zeitsprung. Vor weit über 50 Jahren lag man da und hörte Karl May und wie sie alle geheißen haben. Und heute hat man sich halt angeschaut, weil ich ein bisschen was mit Henning Baum zu tun, der jetzt hier in der Stadt Essen am Drehen ist. Und zwar ein Spielfilm, Der letzte Bulle als Spielfilm. Richtig, der hat sich auch die langen Haare wieder machen lassen bei dem Lokomotivfilm. Lukas, der Lokomotivführer, hatte er kurze Haare, trug Bart und rauchte eine Pfeife und hatte Mützchen auf. Ging nicht anders, weil Lukas, der Lokomotivführer, weil der natürlich dort fahren musste mit seinem amerikanischen jungen Spund, der da den anderen gespielt hat. Und die Lokomotive, klar, kommt sicherlich auch im Eisenbahn-Filmclub, zeigen wir das sicherlich. Also, ich bedanke mich total und recht herzlich für den Filmclub Dortmund e.V. BDFA, dass die halt immer noch das Schöne machen. Dortmund ist halt Dortmund. Es lohnt sich leider nicht, diese 57 Kilometer einmal die Woche zu fahren, um in den Club zu kommen. Klappt nicht bei über 10 Stunden Arbeit. An alle Kunden, die diesen Film auch sehen, und an alle Kunden, ja, Schaufenster werden wieder neu gestaltet. Vielleicht werden die auch irgendwann mal filmmäßig gestaltet, schauen wir mal. Aber im Moment sage ich Dankeschön. Ah ja, ja, ja. Also ich müsste auch hier an alle Kunden, Comweb EK, ja, Comweb, das ist Herr De Vries, der da, ihr fragt ja immer nach Computer, ja, fragt weiterhin, ich werde euch weiterhin, ich zeige euch auch die Nummer, ruft ihn selbst sofort an, wenn er neue Computersysteme braucht, Computereinheiten, er hat tolle Sachen wieder dabei gehabt. Seine Preise sind auch nicht so teuer, aber das sind halt Hightech-Geräte für Leute, die Film schneiden möchten, für Leute, die wirklich was machen möchten, die irgendwas bewegen möchten, dann muss man schon halt ein bisschen mehr ausgeben. Auch sein HIMDR Q10 Pro Multimal Box, die er da immer im Angebot hat, die für die Filmfreunde doch, er hat da eine PC-Videoline, 4K und so weiter. Also, Punkt.
HD-Filme, 4K-Filme, also das, was geboten wurde. Das war toll, war wunderbar ausgeleuchtet, Sprache, da war kein Filmrauschen. Hut ab doch. Sogar der kleine Film da, so oder so, paff. Ne? Also war schon eine tolle Geschichte, die haut da mit dem Smartphone eine Fliegeblatt. Also für alle Zuschauer, ich kann jetzt nicht alles zeigen. Ich zeige euch halt nur das, was ich am Anfang so ein bisschen aufgezeichnet habe, weil leider sich diese Batterie verabschiedet hatte, aber aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung. Ich lasse sie jetzt mal am Netz, obwohl ich sie sicherlich erst wieder in einem Jahr gebrauchen werde, wenn überhaupt. Also wie gesagt, der Fries, der war auch da, hat auch Spaß gemacht, könnt ihr also hier auch sehen. Wie gesagt, kann er den Film hin oder so schneiden. Und an alle Kunden hier, wie gesagt, diese Geräte hier, die haben ihren stolzen Preis, das ist richtig. Ich empfehle jetzt auch keinen Laptop für 299 Euro, wenn, dann nur für Facebook, bisschen YouTube gucken, das war's. Aber für alle Videoschnitter, für alle, die wunderbar arbeiten wollen, sind hier wirklich gute Geräte. Das beste Highlight ist natürlich Videoschnitt and Composing für 3.2 und dann abgespeckt 2.8 und Sonderpreise 1.6, 1.2. Sogar mit denen kann man schon 4K schneiden. Also für alle Amateurfans des guten Films oder des Schnitts oder ja, oder des Fotos. Ja, wie gesagt, Laudatio, Laudatio, Laudatio natürlich in Dortmund, ist klar. Meiner einer ist in Essen, aber ich freue mich wirklich, dass dieses fette Grün, ja, das ist fette Grün, ein Mädchen, was Astronaut werden wollte, die halt auch im Film zu sehen war, ARD, ZDF, glaube ich, hat er genannt. Ich hab mir jetzt nicht so gefragt. Er war noch ein Jung, ich weiß gar nicht wie jung. Ja, schauen wir mal. Also, schauen wir mal. Schauen wir mal rein hier. Der junge Mann ist, 28 Jahre alt, ist klar. Ein junger Mann endlich mal im BDFA aufgetaucht, weil der Rest ist so 67, 80. Die verschweigen ihr Alter, haben aber auch ihr Alter. 80, 67 und der junge Mann mit seinen, da musste ich so schmunzeln, weil man darf ja beim BDFA an sich nur 20 Minuten senden. Ne? Und er hatte 2 Minuten drüber, also war das ein Longplayer. Ne? Wenn ihr versteht, man ihn meine. Okay, dieser Longplayer aus der Stadt Essen natürlich wieder. Ja, 73 Jahre, 68 Jahre, die anderen verschweigen ihr Alter, sind aber auch nicht gerade so jung. Der andere ist 68 Jahre und filmt 30 Jahre. Wie gesagt, der junge Mann ist 49 Backstage, hat mir wirklich wunderbar gefallen. Jahrgang 47 haben wir hier, Jahrgang 74. Ja, er verschweigt auch sein Alter und der Vorsitzende verschweigt auch sein Alter, aber ich glaube, er ist auch 48, also ist noch jung. Okay, meine lieben Freunde, meiner einer geht auf die 60 zu, freut sich, dem BDFA anzugehören, bin auch als Einzelmitglied und dann noch der Stadt Essen. Wirklich, Stadt Essen kannst du vergessen. Dortmund, da kannst du hoffen, aber ehrlich, das hat so viel Spaß gemacht, bei Dortmund gewesen zu sein. Meine lieben Freunde, macht weiter so, weiter so, weiter so. Ich hoffe, wir erleben uns. Wer Zeit und Lust und Laune an der A40 abbiegt, zweimal abbiegt, ist er auch bei uns hier im Studio. Green Studio, Blue Studio oder halt hier im Shop. Da hinten von der Wiege bis zur Bahre braucht ihr Formulare. So ist das nun mal. Und hier braucht ihr halt euer Passbild, Film, Schnitt etc. Wie gesagt, ich hatte auch einige kurz, also da hinten liegt der Auftrag über Kurdistan und so. Also ich kenne schon Einblicke der echten Filmer aus den echten Ländern, die halt anders drehen. Und ich verstehe leider nichts und ich darf auch darüber nicht reden, weil die natürlich Profi, nicht Profi, sind auch Amateure, sind Laien, ist klar, Familienfilme, die wir aber nicht zeigen dürfen, weil wir als Profis die herstellen. Neue Vertonen etc. Oder uralte Schinken, ja, restaurieren. Das tat mir auch leid. Ich weiß gar nicht, wer den gedreht hat. Oliver Hardy? Den Oliver Hardy Club. Ich glaube, der hieß aber nicht so. Also wie gesagt, ich habe gerade noch frische Eindrücke. Aber ich weiß genau, diesen Braunkohlealter fand ich auch nicht so lustig, weil ist ja auch einiges gewesen. Winter in der Senne. War kurz und bündig,
Na, war 4 Minuten eiskalt, aber gut gemacht. Den anderen, den Olli Stern. Ah ja, Olli Stern und die Günthers. Kann sein. Ja, irgendwann war er. Ne, wir waren unterwegs in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wer den gedreht hat. Jemand hatte da so einen Oliver und Harley Club gedreht. War auch irgendwo am Anfang. Egal, meine lieben Freunde, ich begrüße alle Dortmunder eingetragener Verein, Herrn Voss und seine Familie. Dann haben wir hier, wie gesagt, die anderen, die da hinten am Arbeiten wieder waren. Das war wieder genial zuzuschauen, wie die Filme eingelesen haben. Nachher kam schon die Müdigkeit. Wir als Zuschauer waren auch schon ein bisschen müde, ist klar. Den ganzen Tag da draußen scheint die Sonne, 27 Grad. Und wir waren, war okay. Also ich habe nicht geschwitzt, aber ich habe genau so die Stunden da abgesessen. Deswegen bin ich auch bei diesem Filmclip jetzt so geblieben. Ich habe heute Morgen euch begrüßt und jetzt verabschiede ich euch anhand des Filmclips. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, euch hat es auch irgendwie gefallen und die Dortmunder sowieso. Und Herr Preis hat da mit seinen Havanna natürlich wieder voll reingehauen. Und ja, so ist Dortmund halt. Ne? Waren halt viele im Urlaub, viele leider schon verstorben. Ich habe alle noch im Kopf gehabt. Ich hätte auch angenommen, sie sind auch alle zu sehen, aber war nicht der Fall. Ist halt so. Ich war noch da, wo Herr Voss der Boss war. Für mich ist er immer noch der Boss. Ja, nicht nur Karstadt-mäßig. Ja, 30 Jahre Karstadt verbindet, würde ich sagen. Und wie gesagt, ich habe alles kennengelernt, wie alles noch Spielfilm war. Spielfilm in Dortmund. Und dann wurde leider geändert in Reisefilm. Und da bin ich dann so langsam, weil ich habe keine Zeit für Reisefilme. Ich kann auch nicht reisen, ich habe keine Zeit dafür. Und Spielfilme könnte ich hier drehen, weil Filmpool und Komparsen.de ja hier auch zugegen sind. Ist halt so, nur wir haben einen neuen Vermieter, der mag das nicht. Und deswegen drehen wir hier jetzt für Filmpool, RTL und wie die alle heißen, nicht. Der letzte Dreh war hier mit Kinder ohne Hände, also Mädchen ohne Hände, so ein Filmstück. Dann ein Filmmusical, gehörte aber nach Hamburg. Und ja, all solche Sachen und auch viel länger, sagt das Wort, Filmstudenten, die arbeiten und machen ganz andere Filme. Früher hat man seine Filme so vorgeführt.